Hey Leute und herzlich willkommen zu Fabis Frohe Vorweihnacht 2014 Folge 11. Und somit auch herzlich willkommen zum großen Ben und die Brotkanone Finale dieser unglaublichen Trilogie. Ich frage mich, wie sie diesen wahnsinnigen Plot zu Ende bringen werden. Wow. Fürchtet euch nicht. Wie in jedem furchtbaren Weihnachtsmärchen werde ich gut und böse durch eine drittklassige Gesangseinlage wieder versöhnen. Was? Das ist alles? Ja, die Klappe. 2, 3, 4. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Weihnachtsstein, Weihnachtshut, was Kokosmakronen schmecken gut. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Mir geht es schon viel besser. Das ist ja wunderbar. Oh, ich fühle mich nicht länger dazu gezwungen, mit Plastikschneebällen auf Kinder zu feuern. Wie erfreulich. Na dann ist Weihnachten ja gerettet. Es ist erst der 11. Dezember. Alles Mögliche kann noch passieren. Ach ja, das ist ja diese Art von Kalender. Dann warte ich in meiner Tür, bis das alles vorbei ist. Wow, was für eine traumhaft tolle Trilogie. Das war mindestens so gut wie Zurück in die Zukunft. Oder man macht noch mehr davon und macht es so gut wie Herr der Ringe. Oder man macht es so gut, dass man 3 Trilogien macht, so wie in Star Wars. Oder aber ich mache es so wie immer und drehe das, was ich gerade will. Also macht's gut und findet es heraus. Bis morgen, euer Fabi von Legostein 13.